Herzlich willkommen in der Welterbestadt Halberstadt. So könnte die Domstadt demnächst seine Besucher begrüßen. Anlass für diesen neuen Titel ist ein Antrag bei der UNESCO auf Aufnahme in die Welterbeliste, erklärte der stellvertretende Oberbürgermeister Dr. Michael Hase auf einer Pressekonferenz in der Mosels-Mendelssohn-Akademie. Doch bevor es dazu kommt, sind noch viele Hürden zu nehmen. Könnte ich jetzt sagen, der Zug hat Verspätung gehabt. So müssen zahlreiche Anträge und Expertisen eingereicht werden, um das schwierige Thema inhaltlich zu präzisieren. Denn es geht um das jüdische Stiftungswesen in Deutschland als Beitrag zur Entwicklung des modernen Sozialstaates und dessen Ablesbarkeit im öffentlichen Raum. So die korrekte Bezeichnung der Antragstellung, die von zahlreichen Experten begleitet wird. Ja, zunächst mal versprechen wir uns von diesem Konzept, dass sich die Stadt, dass sich die Bürger dieser Stadt mit der jüdischen Geschichte befassen. Das wird ein wesentlicher Teil des Antragsverfahrens sein und mit einem Teil der jüdischen Geschichte, die weit vor dem Holocaust liegt, im 15., 16., 17. Jahrhundert. Und das, glaube ich, ist für Halberstadt sehr wichtig, denn Halberstadt hat eine reiche jüdische Geschichte und die wird hier sehr stark noch sichtbar in Gebäuden und vor allen Dingen auch in der Tätigkeit der Moses-Mendelssohn-Akademie. Welche Vorteile hat das denn für Halberstadt, sollte das tatsächlich durchkommen, das Konzept? Das werden wir im Detail sehen. Also das werden die Vorteile sein, die eine Welterbestadt, die wir auch kennen im Umfeld, hat. Das ist Goslar, das ist Quedlinburg, das sind die Luther-Gedenkstätten, das ist das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Das sind Städte, die durch dieses Welterbe natürlich touristisch eine sehr viel größere Relevanz bekommen haben, als das vorher der Fall war. Und das wünschen wir uns natürlich auch. Jedes Bundesland darf jährlich 2 Vorschläge zur Eintragung in die Welterbeliste bei der Bundesregierung einreichen. Diese werden dann geprüft und die chancenreichsten an die UNESCO weitergereicht. Denn Deutschland darf in 10 Jahren nur maximal 20 Vorschläge unterbreiten. Die Auswahl ist also schwierig und es wird daher sehr genau geprüft. Danach beginnt dann erst das eigentliche Auswahlverfahren bei der UNESCO, das sehr lange dauern kann. Vor dem Jahr 2017 ist daher auch nicht mit dem Titel zu rechnen. Die Bundesrepublik Deutschland bereitet jetzt über die Kultusministerkonferenz eine Tentativliste vor, indem wir für die nächsten 10 Jahre, also von 2016 bis 2025, insgesamt 20 Nominierungen dann an die an Paris weitermelden können. Wir werden mit ca. 40 Vorschlägen rechnen, sodass im Ergebnis nur 20 dieser Vorschläge denn dann tatsächlich auch an die UNESCO weitergereicht werden können. Dennoch sind wir der Meinung, dass das Thema des jüdischen Stiftungswesens und insbesondere der Beitrag zum modernen Sozialstaat ein Thema ist, was bisher in der Welterbekonvention so nicht vorhanden ist und auch das vorhandene reichliche Stiftungswesen in Halberstadt als auch in Fürth eine sehr gute Grundlage bieten, um das auch städtebaulich noch ablesbar zu machen. Die Idee für die Aufnahme auf die Welterbeliste entstand in der mittelfränkischen Stadt Fürth. Da Bayern jedoch schon zu viele Anträge vorliegen hatte, mussten sich die Fürther nach einem Partner umsehen und fanden ihn in Halberstadt. Denn Städtebündnisse wirken sich nicht auf die Vorschlagslisten der Bundesländer aus. Die Idee ist geboren worden von Fürther interessierten Bürgern und Bürgerinnen, die zunächst die Frage an uns gerichtet haben, ob nicht unsere sehr schön erhaltene Altstadt als bauliches Ensemble geeignet wäre für einen solchen Antrag. Das war der eigentliche Ausgangspunkt, der sich dann in der weiteren Diskussion auf das jetzt zur Rede stehende Thema dann verändert hat. Auf welches jüdische Erbe kann in die Stadt Fürth zurückblicken? Wir haben eine sehr reichhaltige jüdische Tradition in Fürth und entsprechend auch viele solche Stiftungen, die bis in die heutige Zeit überwirken. Wir haben eine sehr besondere Situation in Fürth gehabt, die vielleicht abweichend von vielen anderen deutschen Städten war. Insofern, als hier die Juden durchaus sehr liberal behandelt worden sind im Vergleich zu anderen Städten und nicht ausgegrenzt worden sind, sondern Teilhabe hatten an kommunalen Geschehen und sich auch in die Entscheidungsprozesse der Stadt mit einbringen konnten. Wie ist denn Fürth auf die Idee gekommen, Halberstadt in dieses Konzept mit einzubinden? Wir haben Herrn Professor Schmidt aus Cottbus beauftragt,
nach Städten zu suchen, die gegebenenfalls in Ergänzung zu dem, was wir in Fürth aufzuweisen haben, in Frage kommen, um unseren Antrag zu bereichern und zu vervollständigen. Und auf der Basis einer breiten Recherche ist dann der Blick auf Halberstadt gefallen. Halberstadt und Fürth verbindet vieles. So sind beide Städte schon über 1000 Jahre alt und waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts ungefähr gleich groß. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg sank die Einwohnerzahl in Halberstadt deutlich ab, während sie in Fürth weiterhin langsam anstieg. Heute hat die kreisfreie Stadt in Mittelfranken über 114.000 Einwohner. Auch die jüdische Kultur ist in beiden Städten spätestens seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar. In Halberstadt finden wir eben die frühen Formen des jüdischen Stiftungswesens. In Fürth finden wir die Form des späten Stiftungswesens und beiden Städten gemeinsam ist, dass das Stiftungswesen in seiner baulichen Substanz noch weitgehend erhalten ist, während in anderen Städten mit bedeutsamen jüdischen Stiftungen, wie zum Beispiel Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin oder Köln, dies im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges weitgehend zerstört worden ist. Und die Welterbekonvention hier verlangt, dass das Welterbe auch in seiner authentischen bauligen Form erhalten bleiben sollte. Halberstadt und Fürth werden bei ihrem Antrag von einer Expertenkommission, bestehend aus Historikern und wissenschaftlichen Mitarbeitern, unterstützt. Bis Juni müssen alle Anträge vorliegen. Dann entscheiden die Kultusminister, welche Vorschläge zwischen dem Jahr 2016 und 2026 bei den Entscheidungsgremien der UNESCO in Paris eingereicht werden sollen. Da Deutschland bereits mehr als 30 Welterbestädte besitzt und Halberstadt auch einen Antrag für den Dom und den Domschatz eingereicht hat, sind die Erfolgsaussichten nicht genau zu kalkulieren. Dennoch rechnet man sich in beiden Städten gute Chancen aus, sich eines Tages mit dem Titel Welterbestadt schmücken zu können. Ja, es ist Mode, alle möglichen Ereignisse vorweg mit Einschätzungen zu belegen, vom Fußball angefangen bis zu vielen anderen Ereignissen. Wir haben einen ganz schweren Weg vor uns. Eine solche Bewerbung ist sehr aufwendig. Sie muss sehr viele fachliche Hürden überstehen. Ich denke, dass wir eine gute Aussicht haben. Das hat unser Workshop in Fürth auch gezeigt. Das Thema ist von breitem Interesse. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich, aber gehen auch nicht mit überzogenen Erwartungen an diesen Antrag. Wir rechnen uns gute Chancen aus. Wir denken, dass dieser Städteverbund mit Fürth ein Fund ist, mit dem wir wuchern sollten. Das gibt es in Deutschland nicht so oft. Und ich glaube auch, dass das Thema im Moment bei den jüdischen, das Thema jüdische Geschichte auch nicht dominiert bei den Welterbeanträgen. Eine erfolgreiche Bewerbung von Fürth und Halberstadt würde auch das jüdische Kulturerbe in den Städten noch einmal nachhaltig würdigen. Zudem verfügen beide Städte über eine jahrtausendalte Historie, die einen Welterbetitel allemal rechtfertigen würde. Wir dürfen gespannt sein, wie das Ergebnis ausfällt, auch wenn das noch bis zum Jahr 2026 andauern könnte.